So, hallo Leute und willkommen zurück zu The Binding of Isaac mit Lazarus. Genau, Lazarus. Und den Hard Mode. Wir haben es ja. Jo. So sollte es jetzt deutlich besser sein von meiner Stimme her. Ich habe gerade so leicht übersteuert, weil ich vorhin noch eine Runde Dings gespielt habe. Wie heißt es? Geht doch. Ich hab grad echt den Namen vergessen von dem Spiel. Heroes of the Storm, genau. Und irgendwie schaltet der mein Mikrofon immer auf volle Lautstärke. Ich weiß nicht warum. Es ist größter Bullshit ever, da mein Mikro auf volle Lautstärke einfach übersteuern ist. Und ich habe leider kein Mischpult oder sowas, wo ich das dann regulieren könnte. Das wäre jetzt die Lösung dieses Problems, so wie ich es sehe. Denn im Windows kann ich das Problem leider nicht lösen, also im Mixer. Denn da schraubt er es ja immer wieder hoch. Ärgerlich. Sad but true. Ehrlich gesagt, kein Bock auf euch. Damit da schon wieder viel zu viel Scheiß auf einen Haufen rumfliegt. Mit Scheiße meine ich, es wird nicht die echte Scheiße, sondern diese Kackfliegen hier. Versucht jetzt hier mal so einzeln so ein bisschen wegzumachen. So, das wäre es damit gewesen. Das war's mit der Fliege. Das war's mit der Fliege. Wenn ich sage, das war's mit dir, dann hast du gefälligst auch zu sterben, mein Freundchen. So, da hätten wir den Bossraum. Na, schade. Ich hätte gehofft, mehr Spinnen zu erwischen. Auch wenn es dumm ist, die Dinger jetzt schon aufzunehmen, ich tue es trotzdem. Es muss auch mal ein dummer Run passieren. Nach den letzten beiden Runs oder so darf sowas mal vorkommen. Nach den, mit wem haben wir denn gespielt? Mit Samson, glaube ich. Und mit wem noch? Mit wem hatten wir den 102? 102 war ja wohl der geilste One, den ich ever hatte, ey. Isaac nackt besiegen. Isaac nackt besiegen, ey. Ich glaube, das haben noch nicht so viele gemacht, muss ich zugeben. Dafür hätte ich gern auch nochmal einen Erfolg bekommen. Aber nein, nein. Das wird mir ja nicht vergönnt. Dafür einen Erfolg zu bekommen. Da ist auch schon wieder so ein wunderschöner Stein, wie ich ihn gerade sehe. Stirb doch bitte. Wie die manchmal ausweichen, das ist echt nervig. Und noch ein Soul Heart mehr. Na komm hoch. Wir sind auf der ersten Ebene noch, ne? Ja. Natürlich wieder im Cellar. Ich, ganz ehrlich, ich habe so oft Cellar und so selten Basement mittlerweile. Ja, das war klar, dass ich da jetzt erwischt werde. Da hätte ich nicht hingehen dürfen. Oh Gott, nein. Warum nehme ich es denn auf? Oh Gottchen. Oh Gottchen. Öfter kann ich gerade leider nicht. Schön, dass ihr anscheinend gerade wieder geschützt wart. Das mag ich ja total. Aber ich finde es cool, wenn ihr euch selbst umbringt, muss ich zugeben. Oh, die haben hier more options oder was? Also das wäre jetzt eigentlich sogar schon Pflicht-Items zu holen. Aber das wird sehr knapp. Muss ich zugeben. Es wird wahrscheinlich sogar unmöglich, muss ich zugeben. Sagen wir mal, ich mache den Boss. Oder ich mache die Kacke hier vielleicht sogar noch weg. Ah, perfekt. Mein Herz, damit können wir nochmal zweimal gegen den Automaten laufen. Überhaupt nicht nervig.
damit Kacke zu treffen. Danke. Aber die fliegt doch einfach durch, die, ne, die prallen ja nicht mal ab an der Kacke, sehe ich gerade. Okay. Und normalerweise prallen, drehen ja daran ab. Ich bräuchte noch 5 Münzen. Das ist am besten vorm Boss. Ich bezweifle, dass wir 5 Münzen aus den Automaten bekommen. Mit nur 2-mal gegenlaufen. War hier sonst noch irgendwo was? Hier ist noch ein bisschen Kacke. Nein. Nein. Scheiße. Im wahrsten Sinne. Wir können natürlich ein paar Soul Hearts opfern. Indem wir noch öfter gegenlaufen. Ziehe ich das halbe oder ganze Soul Hearts ab? Okay, reicht. Kotori guckt gerade den Part 102 an. Sie hat ja verfrühten Zugriff darauf, sag ich mal. Und ja, sie findet das gerade sehr lustig. Den Part 102. Sie findet gerade die, nein, ich will nicht spoilern, guckt selbst an. Aber ich sag nur mal so, weil, damit ihr die Stelle wieder erkennt. Und zwar die Monstro, die Stelle mit Monstros Lunge. Für die, die es angucken, die wissen, was ich meine. Der Rest könnte Probleme damit haben. Das könnte ich ein bisschen ziehen. Das könnte sich sehr ziehen. Weil Pin jetzt nicht gerade der Boss ist mit den wenigsten HP. Und hiermit zu treffen ist echt nervig. Ich hätte gern höheres Tiers ab dann wenigstens, damit hier der ganze Raum voller Tränen ist im Endeffekt. Aber nein, das scheint mir auch nicht vergönnt zu sein bis jetzt. Vielleicht kriegen wir ja gleich dieses diese Metallplatte oder was das da ist. Dieses komische Foto. Das zerbrochene da. Ja, WTF. Hey, 2-mal getroffen. Während seiner Spuckphase. Bosswasch können wir vergessen. Ich hoffe auf Brimstone. Oder Mom's Knife könnte auch lustig werden. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Alles ist ab natürlich. Die Entscheidung ist relativ einfach und da bin ich jetzt auch schon froh, dass wir es drauf angelegt haben, die Dinger mitzunehmen. Ja, das ist natürlich nicht ganz so schön hier wieder. Die Ebenen werden noch eine Pain in the Ass, kann ich dir schon versprechen. Magst du nicht einfach mal näher zu mir kommen oder so? Ich meine, es ist doch nur tödlich, mehr nicht. Also mir zu nahe kommen. Aber ich hasse chargende Gegner. Oder springende Gegner. Oder feindlich gesinnte Gegner. Also es gibt wirklich so eine ganze Horde, die ich nicht unbedingt mag. Und da hätten wir den schon mal. Sobald die Fliegen tot sind, kann ich da auch in Ruhe reingehen. Naja, gut. Bringt mir dann doch nicht so viel. Ja, was ist denn das da? Oh, einfach nur ein Stein, okay. Das sah auf meinem Monitor gerade ein bisschen komisch aus. Also es sah schon aus wie ein Stein, aber es sah aus, als wäre da ein X drauf. War es aber nicht. Also war aber nicht. Ich meine, wir hatten schon einen Stein mit dem X gefunden, so ist es nicht. So, wir werden jetzt relativ schnell mal den Boss legen, in der Hoffnung, dass wir ein Devil Deal bekommen. Also wirklich nur in der Hoffnung. Levis. Der sollte zum Beispiel deutlich einfacher sein als vorhin Pin. Hilfe. Also deutlich einfacher. Ja. Wow. Jetzt habe ich wieder 2 rausgemacht.
Bibel und Shotspeeder. Was haben wir hier drin? Oh Gott, Krampus. Aber ich glaube, wir werden die Bibel nehmen, oder? Oder was werden wir nehmen? Ich würde sagen die Bibel, damit wir fliegen können, weil wir hätten jetzt hier auch schon so ein paar Stellen, wo wir mit Fliegen noch ein bisschen Geld und so sammeln können. Komm, nehmen wir die Bibel mit. Was soll's. Weil wir hatten ja hier auch schon so ein paar Stellen, wo wir ein bisschen Geld bekommen können. Und damit können wir, wie ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, Mutter und Mutters Herz direkt töten. Und hätten dann nicht so viel Arbeit mit ihr. Wow. Da wollte ich nochmal wegzucken. Ich habe eine Bombe. Irgendwo hatten wir doch zwei Bomben, habe ich jetzt. Noch so ein Herzchen. Herzchen, sage ich schon. Ich meinte blauen Stein. Ich meinte doch nur einen blauen Stein. Lasst mich, Leute. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Geld zusammenkriegen für den Shop, ob der sich lohnt. Werden wir gleich sehen. Okay, der erste ist down. Und der zweite auch. Gedroppt ist nichts. Ah, da oben lebt noch einer. Doch, zwei Bomben sind gedroppt. Ich guck trotzdem mal rein. Oh, die Red Candle hatten wir aber auch schon mal. Hatten wir alle schon mal. Leider. Leider, leider, leider. So, wo war der Raum mit dem Geld? Hier war der Raum. Ja, super. Zum Glück habe ich in den Shop geguckt. Hier. Nee, reicht nicht. Das reicht nicht. Egal, weiter. Gehen wir weiter mit Lazarus. Ich momentan nehme ich auch wieder relativ stark im Voraus auf, weil ich einfach möchte, dass die Livestream-Phase beginnt, bevor die DLCs draußen sind. Also das DLC. Na gut, ihr solltet aber mit diesen Tränen, die ich habe, nicht so schwer sein. Ausnahmsweise. Boah, die Bibel braucht ja auch 6 Räume zum Aufladen, ne. Sie schätzt erst, mein Freund, sie schätzt erst. Hilfe! Warum könnt ihr euch nicht gegenseitig wegsprengen? Finde ich diskriminierend. Nur weil ich nicht grün bin. Oder rot. Das Problem ist, der Rote ist doch so einer, der wieder aufsteht, oder? Ich will den hinteren zuerst töten eigentlich. Also den grünen. Genau den da. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird's schwierig, aber ging ja dann doch noch. Oh, 3 Truhen, ey, das ist auch geil. Das ist nicht geil. Aua, das war mal ein Herz. Die ziehen ja leider ein Herz ab, diese Viecher. Warum auch immer, ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht. Warum diese komischen Parasiten ein Herz abziehen sollten. Ich suche einen ganz bestimmten Raum, Leute. Nein, das ist er nicht. Normalerweise hat er goldene Türen und keine springenden Spinnen. Meine Fresse. Ich hasse diese ruckartigen, scharchenden, spuckenden, ekelhaften. Natürlich. Natürlich! Ja, ich verliere hier gerade schon wieder so. Also wenn ein was das Spiel verderben kann, dann sind das diese Kackviecher hier, ey. Ganz ehrlich. Ja, explodiert, du kleines Bastard-Ding, ey. Und
Und dann muss ich ehrlich zugeben, wenn ein was die Laune verderben kann in diesem Spiel, dann die. Danke für den Geheimraum. Vielleicht ist ja endlich mal der Wanna-Pilz drin. Warum sollte auch? Bringt das überhaupt was? Nicht wirklich. Yay. Wir bekommen momentan keine guten Items. Und haben eine XL-Ebene. Mit weiterhin keinen guten Items. XL-Ebene ist natürlich blöd. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ah. Alter, schon wieder so ein Raum. Kann man das nicht umprogrammieren, dass nicht alle dreimal der gleiche Raum, also alle drei Räume, die gleichen Räume kommen? Zumindest mit den gleichen Gegnern. Die Raumform ist ja in Ordnung. Wo man da natürlich auch deutlich mehr rausmachen kann. Ach Gott, wo sind die Bosse? Ja, ich sehe schon, ihr habt den gleichen Fluch wie ich. Ist echt nervig, ne? Ist echt nervig, dieser Fluch. Mit diesen komischen Tränen. Kann man nicht mal richtig zielen. Oh Gott, und dann auch noch Fledermäuse. Lässt du dich denn jetzt einfach mal treffen? Danke. Speed down. Das war's mit dem Alter. Manchmal frage ich mich, was ich falsch gemacht habe. Und dann merke ich, ich habe die Beine auf Isaac gestartet. Ich hasse diese Köpfe, ne? Ich müsste mal am Ende des Displays mir mal alle so Gegner raussuchen und so eine Top-Liste machen. Welche ich am meisten hasse, welche so, ja, etwas weniger und so weiter. Und Fledermäuse. Weil die ja so neu sind. Oh, danke, dass ich da auch hätte weggedurft und sowas. Oh, ich brauche irgendeine gute Tränenart, das kann doch nicht wahr sein. Damit gibt es so gute Kombinationen theoretisch. Allein Wimstorm macht das Ding schon immer. Ich stehe einfach nur und guck, was passiert. Merkt man vielleicht. Okay. Pilze kann man auch hochspringen, soweit ich weiß, ne? Ja. Ich hätte ja die Chance raus gehabt, eine Pille zu bekommen. Darum habe ich das jetzt gemacht. So. Kaputt bitte. Und wir haben Husk. Aua. Danke, dass du in mir spawnst. Das ist immer wieder nett. Mag ich. Oder hat die Fliege auf mich geschossen? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es doch auch nicht. Boah, wie schnell sind denn diese Kackfliegen? Und damit bin ich ein zweites Mal getroffen. Dann nehmen wir das Meat. Alter, den als Boss, ey. Das hatte ich auch noch nicht so oft. Ich meine, den Gegner hatte ich jetzt schon des Öfteren. Hallo. Und zwar wirklich des Öfteren. Der hatte einfach keinen Bock mehr. Ich streike jetzt. Nochmal ein Damage ab. HP ab. So, die Sache ist, ein Shop wäre noch interessant. Fände ich. Wir haben 15 Münzen. Aber jetzt hier auf der XL-Ebene noch einen Shop zu finden, das könnte echt nervig werden, mein Freund. Aber wir überspringen ja halt zwei Ebenen.
Schon wieder Gütköpfe. Oder Händlerköpfe, oder wie man sie jetzt auch mal nennen will. Sieht doch eh alles gleich aus. Ja gut, die Händler repräsentieren mehr oder weniger Gebiet. Also die Gier. Na guck mal, da haben wir es auch davor. Weil zum Motto konnte lästig werden. Ja komm, Schatz. Schatz, zu mir. Zu mir, nicht an mir vorbei. WTF, wie dumm bist denn du? Da hätten wir die Blank Card und die allgemeine Karte. Aber wisst ihr was, bevor ich hier überhaupt irgendetwas kaufe, versuche ich so viel Geld wie möglich hier reinzustecken. Damit einfach mal 666. Schade, dass er da kein Gimmick gemacht hat, dass man da irgendwie so ein Satan-Item nochmal bekommt. So, das war's damit. Das hätte ich auch cool gefunden. Und jetzt verpisse ich mich von dieser verfluchten XXL-Ebene. Oder XL-Ebene, nicht XXL-Ebene. Also das finde ich jetzt echt schade, dass er bei 666 nichts reingemacht hat. So absolut gar nichts. Welche Ebene sind wir jetzt eigentlich, wenn wir jetzt hier weg sind? Gerade kommt ein 1 von mir, das heißt wir sind jetzt Tiefen 1, oder? Ja. Beziehungsweise Nekropolis 1, was das gleiche ist, nur in schwerer. Ich glaube hier kommt viel öfter diese Knochenwerfer oder sowas. Gut, bis jetzt kommt hier gar nichts. Außer diese komischen Kackviecher mal wieder. So. Lalala. Ich muss einfach nur ausweichen. Meine Tränen, ich kann die sowieso nicht wirklich gezielt einsetzen. Das ist mehr oder weniger random, wenn sie einschlagen. Ich versuche einfach nur in der Nähe zu bleiben und gleichzeitig auszuweichen. Und so treffe ich dann meistens. Hin und wieder mal. Das könnte sehr nervig werden zu treffen. Das könnte wirklich sehr nervig werden. Danke. Ging trotzdem besser als gedacht, muss ich zugeben. Das war's auch schon mit den Viechern. Das könnte wehtun. Jetzt. Und das Mongo Baby, was auch sehr unnötig ist. Leider. Ja. Mhm. Lalala. Hey, ich hab's geschafft. Ich habe nur ein Herz dabei verloren. Und gleichzeitig noch einen Dime bekommen. Sehr schön. Das heißt, theoretisch wird sich der Shop wieder lohnen. Wenn man vom Teufel spricht. Aber wirklich weit möchte ich mit dieser Kombination, wenn sie so bleibt, ehrlich gesagt, nicht spielen. Ach Gott, meine Stimme. Voll den Frosch im Hals. Komm schon. Ich muss doch nur eine Träne von hinten kommen, verdammte Scheiße. Danke. So, Blue Map, Geheimräume. Hm. Ja, warum nicht? Sind doch direkt bei uns. Och, Alter. Wie soll ich das denn machen, ohne Herzen zu verlieren? Yay. Alter, kann es schlechtere Räume für mich geben? Na gut, das geht jetzt wieder, weil die sind eigentlich nicht so schwer. Aber es nervt halt wirklich. Wir machen gut Damage anscheinend. Aua, einigermaßen Schaden haben. HP haben.
Danke. Auf genau sowas habe ich ehrlich gesagt gehofft. Wir werden wahrscheinlich weder Satan noch Erdraum bekommen, weil wir ja schon recht oft getroffen wurden. Ja, hier geht dann genau die gleiche Scheiße wieder los. Ist in Ordnung. Spiel ist in Ordnung. Ich will diesen Kackwan nur schaffen, ey. Wir haben ihn getötet. So. Gucken wir doch weiter nach dem Boss. Ihr dürft gern chargen, wenn ihr wollt. Das ist kein Charge. Das auch nicht. Gut, der Charge eh nicht. Wenn mich der da oben fast noch trifft dadurch, ey. Durch diese Tränen, der er automatisch ausspuckt. Die auch einen Herz Schaden gemacht hätten. Wenn sie getroffen hätten. Wen haben wir hier? Loki. Mein kleiner schwuler Freund. Obwohl ich Loki irgendwie richtig cool finde. Vom Aussehen her. Ich hätte gern more options und dann diese Something for the Future, diese Steve-Dingen da. Denn dann kriege ich auf jeden Fall das Item, was ich auch noch brauche. Und das ist nämlich richtig schwer zu bekommen eigentlich. Und ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich sogar das letzte Item wird, was wir bekommen müssen. Das ist beides scheiße. Das eine war, glaube ich, Range Shop. Okay. Moment, eben diese Kackfeuer. Ja, wenn ihr euch. Aua, genau deshalb. Alter, hört doch auf so schießen, ey. Ja, hi. Ja, was zur Hölle? Da versucht die Spinne Speedis Gonzales Konkurrenz zu machen. Geheimraum. Ja, hat sich gelohnt. Dann kann der wenigstens nicht mehr im Shop sein. Das heißt, wir haben den Shop für uns. Und jetzt haben wir auch genug Münzen dafür. Was haben wir denn schon wieder für eine Ebene? Necropolis 2 einfach nur. Die sieht mir so verdammt groß aus. Hier haben wir wenigstens keinen wirklichen Bossfight vor uns, weil die können wir instant töten. Ja, ihr seid wieder eigentlich kein Problem. Bei Mutters Herz und so, mit den Tränen, wäre extrem nervig. Aua. Wieso auch immer ich nicht ausweiche. Da könnten wir theoretisch auch mal lang fliegen. Full Health Pille wäre halt geil, ne? Nochmal To the Moon. Alter. Warte mal. So, mal kurz die Bibel einsetzen. Was haben wir hier? Tearstone. Ich bin nicht so überzeugt, ob das jetzt eine gute Idee ist. Ich hätte nämlich eigentlich gehofft, dass hier eine Full-Health-Pille ist, muss ich zugeben. To the Moon. Ach, das andere war Mutter is watching, ne? Ja. Da habe ich was vergessen, leider. Oh, eine Donation-Maschine. Geil. Ich hatte vergessen, dass ich ja jetzt nicht mehr fliegen kann. Dass es ja nur temporär ist. Wenn man so selten mit temporären Flugitems arbeitet, kann sowas mal vorkommen? So, hier hätten wir euch. Aua.
auch wieder kein Satanraum. Schade eigentlich. Also schon lange nicht mehr davon mal abgesehen. Bitte nicht die goldene schon, aber nicht die andere Kacke kaputt machen. Nur die goldene. Das war nicht die goldene. Danke. So, den Shop würde ich gern auf jeden Fall finden. Also auf jeden Fall gern finden. Wir könnten uns noch ein paar Bomben holen, wenn wir bräuchten oder wenn wir wollten. So. Töten wir euch. Sollte kein Problem darstellen. In diesem Raum. Ach, den güldenen Ruhm hatten wir auch noch gar nicht. Ja, vielleicht, weil ja auch nichts Gutes drin ist. Mal wieder. Hatten wir die Map nicht schon? Also wir haben die Blue Map, das weiß ich, aber ich meine, diese Map hatten wir doch, glaube ich, auf der ersten Ebene, oder? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, aber ich meine, wir hätten die schon gehabt. Charge fürs Blatt will ich nicht. Stellen wir uns schön hier so hin, damit wir sicher vor diesen chargenden Viechern sind. Oh, sehr schön, was da rauskam. Krapp. Charge der Pisser leider. Boing. Und hier hätten wir ein Spielautomat, okay. Da wir kein gutes Trinket haben, können wir es ja mal versuchen. Ne, ich habe keine Ahnung, was die Dinger bringen, leider. Müsste ich nachgucken. Jetzt finden wir natürlich einen Bettler. Isaac! Moment eben. So, unten lang. Da wir jetzt leider einmal ein Herz verlieren, so wie gerade gezeigt, sollten wir uns beeilen. Also nicht mal unbedingt beeilen, aber sicher durchgehen. Jo. So, das wären schon mal die Herzen. Ich wollte einfach loswerden, weil sonst hätten wir noch die Chance auf ein Devil Deal und das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht klar. Devil Deal, ich bitte euch. Stirb bitte einfach. Ja, oder auch nicht. Ist auch in Ordnung. Ich würde gerne das andere große Fieder beseitigen, aber in der Dunkelheit mit so Viechern, die leider so eine Kackspur hinterherlassen, ist das nicht so einfach. So. Ach, kommt. Und ich musste. Warum laufe ich hier rein? Die klingen echt gesund, diese Mistgeburten. Männer. Und ich muss leider durch diesen Kackraum. Ne, muss ich gar nicht. Ich kann auch drum rumgehen. Da muss ich halt. Hilfe! Diese Kackviecher wenigstens treffen würde!
Ich hasse diese Viecher. Ja, das ist auch sowas, was ich nicht so sonderlich mag. Jo. Genau deshalb. Damit wären wir jetzt auch Game Over. Das bringt uns nichts, hier wiederbelebt zu werden, leider. Mit einem Herz. Das bringt uns leider nicht sonderlich viel. Vor allem, wenn man sie einfach von der Entfernung nicht anchargen sieht, so wie den hier. Wo lebt noch einer? Da. Zwei Stück sogar noch. Gucken wir mal, ob wir noch zum Geheimraum kommen. Sollten wir theoretisch. Wenn die Kiste mich nicht blocken würde. Oh, eine Kackstelle für einen Geheimraum. Jupp, wieder ein sehr hilfreicher Geheimraum. Wie gesagt, es gibt immer noch diesen Kack-Wanner-Pilz, den wir brauchen. Den ich bis jetzt in all meiner Zeit nicht einmal gefunden habe, hier. Das ist, glaube ich, scheißegal. Wenn ich das Auge nicht wegkriege, bevor es mich trifft, ist das sowieso alles scheißegal hier. Ja, Schaden machen wir ja einigermaßen, aber mit einem Leben, ich glaube nicht, dass wir so einen Boss schaffen. Immerhin kommen wir noch zum Boss. Es wäre jetzt relativ einfach zu schaffen, wenn wir jetzt noch eine Challenge-Mikarte finden würden und diesen Boss überleben. Diesen Boss werden wir nicht überleben. Höchstwahrscheinlich zumindest nicht. Jetzt spawnst du auf einmal 3 Sensen. Das ist ein scheiß Pferd, ne? Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Das war's mit diesem One. Bis zum nächsten Mal. Ciao.